Herr Dr. Frank, heute hat Ihre Mandantin ausgesagt, die Sarah. Wie schwer war es dann für Sie? Es war natürlich eine immens belastende Situation. Sie wird nunmehr das erste Mal nach dieser Tat mit dem Täter konfrontiert, sitzt dem praktisch gegenüber, sieht ihn dann noch an, muss ihn identifizieren. Das war natürlich eine emotional sehr belastende Situation für sie. Man muss sich vorstellen, was ihr der Täter alles angetan hat. Er hat sie beinahe ermordet und hat ihr ein Augenlicht an einem Auge genommen. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Wir haben ihr natürlich erklärt, was sie hier erwartet, wie diese Vernehmung ablaufen wird. Sie ist eine sehr starke Frau und hat das, meine ich, ganz gut durchgestanden. Natürlich, wir hatten einen emotionalen Zusammenbruch, als sie eben das erste Mal Auge in Auge den Täter angesehen hat. Aber ich denke, das ist absolut verständlich angesichts dieser schweren Folgen. Haben Sie im Anschluss nochmal mit ihr gesprochen? Wie geht es ihr jetzt danach? Es geht ihr natürlich wesentlich besser. Ich denke auch, dass die Vernehmung jetzt für sie wichtig war, um das Ganze einfach besser verarbeiten zu können.